Die neuesten Entwicklungen der Zahlen über die Ausbreitung des Virus geben Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Der Anstieg flacht sich leicht ab und die Zahl der aktuell Infizierten geht ein wenig zurück, wenn man die schon wieder Gesundeten abzieht und leider eben auch die, die ihr Leben verloren haben durch diese Pandemie. Der Chef des Robert-Koch-Instituts hat gerade wieder gesagt, es gibt keinen Grund für Entspannung. Und wir müssen dies über Ostern, über die Tage danach weiter so fortsetzen. Denn wir können uns sehr, sehr schnell das zerstören, was wir jetzt erreicht haben. Das heißt also Konzentration, Disziplin. Das ist das, was Fürsorge für die Nächsten ist. Fürsorge für die Nächsten durch Abstand. Und deshalb auch der Appell, weiter an die Maßnahmen sich zu halten. Und die klare Ansage, dass wir noch auf längere Zeit in und mit dieser Pandemie leben müssen. Und da müssen wir in Spannen von 2 bis 3 Wochen immer wieder gucken, was ist die Wirkung davon? Bringt uns das wieder an den Rand der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems oder können wir damit umgehen? Und eins darf man sagen und muss man sagen, diese Regeln, nicht die Hand geben, Handhygiene, Abstand halten, die werden, solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir keine Medikamente haben, aber vor allen Dingen keinen Impfstoff haben, bestehen bleiben. Die werden also unser tägliches Leben kennzeichnen. Dankeschön und ich wünsche Ihnen dann unter den besonderen Umständen doch auch noch ein frohes Osterfest.